Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben und irgendwie habe ich gerade echt viel Spaß und Bock, das aufzunehmen. Keine Ahnung warum. Sag einfach Estelle zu mir. Your name is Estelise, right? Yes, but that's kind of long to say easily. Please call me Estelle. You look like some fancy noble Estelise. Why are you with that jerk? Oh, I think that Yuri is a good person. And really, I don't mind if you call me Estelle. All right, Estelise. She's tough. Ja, anscheinend. Und wir müssen jetzt in die Ruinen von Chaikos, um den Dieb der Blastia-Kerne zu finden. Mordio ist anscheinend nicht, weil wir haben gerade Mordio im Team. Also von daher, warte mal, Moment, kann man nicht das Team irgendwie stellen? Ich würde es echt gerne mal ausprobieren. So, ich würde es gerne mal austesten, wie Rita sich macht. Also Level 14, ja, das geht doch mal voll klar. Aber ich bleibe natürlich Leader hier mit Yuri. Also, wechseln. Also, das kommt bei mir überhaupt nicht in Frage. Wir bleiben hier schön männlich, wie es gehört. Wir speichern natürlich erstmal ab. Und weiter geht's. Ja, lass mich vorbei. Ich möchte jetzt weitermachen. Ich will kämpfen. Ich hoffe, es gibt mal irgendwann eine bessere Schwertwaffe. Weil ich würde echt gerne mal wieder ein bisschen mehr Power dazu rüsten. Der mehr Power, desto besser. Ja, wir haben euch alle voll ausgetrickst. Wir sind so böse und so. Die Karte haben wir erreicht und jetzt heißt es Lauf. Lauf, verdammt. Lauf. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Und rein. Rein. These are the Chaikos ruins. It looks like there aren't any Imperial Knights around. These footprints are still fresh. There's a lot of them too. Which means it's either the knights, the thieves, or both. Some of these footprints must be Flynn's. Could be. Hey, over here, hurry up. I see. So first you get us alone in the dark, then you zap us, huh? Hmm. Zap. I like the way that sounds. Hey, what's that supposed to mean? Why are you smiling like that? Let's try to get along now, okay? Gut, schauen wir uns um hier. Dann machen wir gleich mal das hier. Rapine's getting really good at handling items, don't you think? Yeah, but I don't want to eat any gels that have been in a dog's mouth. He said, come on, don't be like that. If things go bad, take it. That's one big mouth. He's... Wait a minute. Did he really say that? All I heard him do was bark. Stick around long enough and you'll figure him out. Right, Rapine? You look a little jealous, Rita. No way. Anscheinend nicht, aber gucken wir mal weiter hier lang. Gibt es hier irgendwas zu erkunden? Ne, nicht wirklich. Wir waren hier eigentlich schon mal gewesen. Also wir haben ja schon mal den gesamten Ort hier ausgeschlachtet. Ich kann mir nur vorstellen, dass weiter vorne was passiert. Also werde ich jetzt einfach mal geradeaus gehen. Wir haben ja den Ort ja schon zu 100% ausgeschlachtet. Also dann, weiter geht's. Na gut, hier waren wir schon letztes Mal. Was nun? Es ist die Frage, wie wir weiterkommen. Den Ort habe ich doch schon mal ausgeschlachtet. Wenn wir keinen anderen Weg finden, haben wir ein kleines Problem. Ein ganz fettes Problem. Ich weiß echt nicht, wie ich weitergehen soll. Sieht so aus, als wäre niemand hier. Keine klassischen Ritter, keine Diebe. Gut, gar niemand. Vielleicht sind sie weiter drin. Wie weit drin glaubst du denn? Ich habe nicht den Eindruck, als wäre überhaupt jemand hier gewesen.
Die Informationen über den Untergrund können ja nicht an die Öffentlichkeit gelangt sein, oder? Den Untergrund? Vor kurzem wurde ja ein Eingang zu einem unterirdischen Bereich entdeckt. Nur eine Handvoll Magier sollen davon wissen dürfen. Aber wir dürfen das wissen? Ich habe ja keine andere Wahl, wenn ich meine Unschuld beweisen will, oder? Deine Unschuld beweisen, ne? Ja, hier waren wir das Mal, oder? Hier ist der Boden aufgewühlt. Nach der Ausgrabung hätte ich den Dieben ja die oberirdischen Ruinen überlassen. Aber wir kamen ja zum richtigen Zeitpunkt. Und denn wir sollten uns beeilen und ihnen folgen. Dazu müssen wir nur das hier verschieben. Willst du dir helfen, Yuri? Na endlich! Na los, streckt euch etwas an! Sehr witzig! Erstmal schön schieben den ganzen los, nur noch ein kleines Stückchen. Kevin, alles in Ordnung mit dir? Sicher, war doch ein Kind das Spiel, alles klar! Gut, wir wären also soweit. Na dann rein mit uns, würde ich jetzt mal behaupten. This is my first time going inside ruins. Be careful over there, it's slippery. What are you looking at? I was just surprised. You're actually a nice person. Oh, I knew it would be a pain to bring you along. I should have just come by myself. Do you always come to research these ruins alone? Yeah. Aren't you afraid you'll get hurt by monsters or traps? There are always risks if you're trying to actually do something. If someone gets hurt, it's an acceptable loss. Even if you're the one who gets hurt? Yeah. Don't you ever worry or hesitate? Worrying about getting what you want without anyone getting hurt? You've had a pretty easy life. An easy life? And Blastia will never betray me, so they're easy to deal with. Rita's amazing. She just comes right out and says what she has to say. She knows exactly what's important to her. I wish I knew what was important to me. Just travel around for a while. You'll figure it out. Ja, die Suche in den Ruinen. These ruins feel very different once you're inside them. Yeah, it's weird. And there's all this stuff I've never seen before. What, is this your first time too, Kel? Well, yeah. My specialty's monster hunting. Hey, what do you think this is? You really shouldn't be fooling around over there. This place is loaded with traps. Did anyone else just hear a click? Carol, watch out! Ah! Sorry, I thought you were about to get killed. I overdid it. I think I would have been better off getting caught in the trap. Ja, anscheinend gibt's irgendwelche Items, irgendwas? Nee. Nee, wir gehen Flint suchen. Ich will den... Oh, hallo Gegner! Wie geht's uns denn? Alter, stirb! Was seid ihr für Wichser? Die sind ja stark, komm! Wart mal. Ich will wissen, was ihr seid. Das will ich jetzt echt wissen. Was seid ihr für Viecher? Wow, ribbelt! Oh ja, oh, ihr seid hart im Nehmen. Wow, das ist cool. Das ist eine coole Combo. Zuerst angreifen und dann direkt dann mit dem Fels der Zerstörung direkt entgegenkommen. Macht Sinn, aber die Frage ist jetzt, wo gehe ich weiter? Hier geht's da lang, da geht's runter. Eine Karte wäre jetzt absolut angebracht. Wo ich wüsste, wo ich hier lang gehe. Oder haben wir irgendwo eine Karte oder irgendwas? Nee, vergesst es, da gibt's keine Karten.
Ich habe in Zestiere gab's welche. Na, du verteidigst ein Item, also werde ich dich töten. Warte mal, was bist du für ein Drecksvieh? Das will ich wissen. Magisches Auge. Was bist du? Alter, bist du eklig? Stirb doch! Warte mal, das ist echt, warte mal, geht das wirklich? Magisches Auge? Du opferst kein Item, wenn du das machst. Was? Du erfahrst es jetzt. Du opferst kein Item, wenn du das machst. Und nur dran hältst. Das ist ja echt cool. Also, das erfahre ich wirklich als erstes hier. Das hätte mein Leben so viel einfacher machen können. Und ich erfahre solche ganz geilen Kleinigkeiten erst als allerletztes. Warte mal, ich will wissen, was du bist. Ich will mag ich auch ein bisschen noch verschwenden. So viele wie es nötig ist. So. Und go! So, nochmal, ich will mal gucken. Wenn ich jetzt sage, ich nehme das magische Auge. Jetzt dürfte ich eigentlich noch 10 haben. Ach, stirb doch mal! Was machst du da? Put out your hand. Like this? Yay! What was that? Och Gott. Neue Erfahrung, hä? Jetzt will ich gern wissen, ja, wer kommt bei der nächsten Level ab? Also jetzt kommen wir Pete und danach wieder Yuri mit Level 15, okay? Hier kommen wir nicht weiter. Sieht aus, als wäre das Kleine hier dich zu gebrauchen. Wow. So sehen Blaster also aus, bevor sie ausgegraben werden. Ich frage mich, warum die alten Völker Blast überhaupt in Ruinen wie diesen vergraben haben. Das weiß ich leider auch nicht. Es muss doch erforscht werden, leider. Ob sich ohne den ganzen Blaster hier wohl auch Aqua-Blaster befinden? Keines dieser Blaster hat einen Kern. Echt? Das heißt also, sie funktionieren nicht, oder? Blaster werden nicht als Einheit aus Kern und Körper ausgegraben. Kerne produzieren Magie mit Hilfe von Formeln. Körper steuern diese Magie. Zusammen bilden sie das Blaster. Die Blaster besitzen unterschiedliche Attribute, die durch die Zeichen ausgegraben werden. Ausgegeben werden. Oh Gott. Mit moderner Technik können wir zwar Blasterkörper, nicht aber Blasterkerne künstlich hergestellt werden. Kerne sind also sehr wertvoll, weil sie ausgegraben werden müssen. Kein Wunder, dass sie für Diebe von Interesse sind. Das stimmt nicht ganz. Mir scheint es, diese Informationen sind etwas veraltet. Was soll daran veraltet sein? Es tritt zwar einen Qualitätsverlust auf, aber es wurden einige Erfolge bei der Synthese einfacher Kerne erzielt. Wirklich? Daher ist das Klauen von Kernen eine reine Dummheit. Ich würde die Zeit eher nutzen, um herauszufinden, wie man unvollständige oder schwache Kerne wiederherstellt. Das ist es ja, was eine Magier ausmacht. Schöne Worte, aber damit hast du deine Unschuld noch nicht bewiesen. Ja, ich weiß schon, das kann jeder sagen. Wir müssen den Dieb immer noch finden. Vielleicht sind ja noch ein paar Blaster übrig, die verwendet werden können. Gibt's hier noch irgendwas? Da sind wir. Da. Das hier hat noch einen Core in it. Hier, try shooting this at the core. This ring set with something that looks just like a Blastia core. Glyph crystallization of a formula allows this Blastia to emit air as needed. That's not quite the best way to put it. It's actually used to charge other Blastia with air. But wait, how did you know that? In the castle, I read that the ring acts as a kind of key in ancient ruins. Castle? So all I do is point?
Just aim the sorcerer's ring at the core of that blastia. Face your target and shoot. There's a limit to its range, though. Go on, try it. Drück es, um mit dem Ring des Hexers zu schießen. Okay. That's all it takes. That's a Strim crest. It's a mark that indicates movement. Huh. Interesting. Taking care of unwanted guests. Okay then, keep your eyes open and let's keep moving. Are you sure? What if I'm just luring you deeper into the ruins so I can zap you? I'm starting to think I'd rather try my luck with the golem. Here, you take it. Isn't this thing important or something? We'll need to use it a few more times. Okay, I guess I'd better hold it since I'm leading the way. Okay, damit haben wir den Ring des Hexers. Gibt's hier noch irgendwas? Der Ring des Hexers. I wonder if people a long time ago used little rings like this to move things around. Yes, items like this have been discovered in other ruins as well. It sure is useful for something so small. Yeah, unlike some people I could name. Huh? It's impressive that you've been entrusted with a sorcerer's ring, Rita. I've heard they're only given to a very small number of people. I guess someone trusts you. You're the only one who doesn't. Ja, leider die Wahrheit. Ach, zwei von den Vollheck-Idioten. Warte mal, kann man die abschießen? Hey! Nein! Nicht zwei von denen! Warte mal. Ganz schnell. Nein. Wo haben wir es denn? Magisches Auge. Wer ist denn die? Golem. Na komm. Ey, komm her, du. Komm her. Ach, stirb doch mal. Ach komm. Ich komm schon! Der muss doch was down sein. Ach komm schon, den machen wir auch kalt. Yeah! Wir haben sie besiegt. Level für Repeat. Das heißt dann, Juri ist als Sechster in der Reihe. Hast du Schloss gesagt? Castle a while back. I used to be a knight. You? A knight? Please, how gullible do you think I am? Believe it or not, it's true. Will wonders never cease? Is it really so hard for everyone to believe that? Come on, let's go. Hey, they changed the subject on me. Ja. Hier gibt's nichts leider zu holen. Gibt's da noch irgendwas zu holen? Leider nicht. Aber da geht's was dann zu holen. So, als hätten die unsere Ordnung nie durcheinander gebracht. Machen wir sie fertig. Hey, von hinten angreifen ist unfair. Überraschungsbegegnung. Oh, cool. Komm. Yeah. Stirb. Besiegt. Das war beängstigend. Sein Hinterhalt hätte ich nicht erwartet. Wir dürfen uns wohl keinen Moment der Unaufmerksamkeit erlauben, wenn Monster in der Nähe sind. Wenn sie von hinten angreifen, kann jeder von uns in einen Kampf verwickelt werden. Stimmt, lass uns vorsichtig sein und hoffen, dass das nicht wieder vorkommt. Es passiert nur bei einem Präventivangriff. Ja, Präventivangriffe, so. Was? Hey Leute, es ist wieder da! Ja, es ist böse. Triff es mit dem, was ich dir gerade gegeben habe.
Was du meinst, hiermit? Nun mach schon! Oh! Damit können wir es ja eher fester, hey, geil! Komm her! Ich hab gesagt, komm her, mein Freund! Komm! Besiegt! Level up! Ich hab's kapiert, so funktioniert das also. Ich wusste nicht, dass man ihn auch so benutzen kann. So ist es, gehen wir weiter. Ja. Damit haben wir einen neuen Eintrag und ich würde den Part hier beenden. Im nächsten Part geht's hier weiter. Kommentar werde ich vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Emerald Control.